So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zurück zu Dark Souls 1 Remastered. Wir wollen wieder den Boss in Anor Londa probieren, Smaug, und keine Ahnung, wie der andere Typ heißt. Auf jeden Fall werden wir es jetzt schaffen. Ich bin fest davon überzeugt, bin ich eigentlich nicht. Und ich glaube auch, wir werden es nicht schaffen, Freunde. Ich werde es einfach nochmal probieren. Ich habe mir nochmal ein paar Taktiken angeguckt, die haben alle andere Waffen und die machen das auch irgendwie immer zu zweit. Ich weiß nicht. Ich habe keinen, mit dem ich das machen kann. Ja? Ich kann das nur alleine machen und ich will das eigentlich auch nur alleine machen. Deswegen, es ist nicht so einfach, Freunde. Aber auf jeden Fall werde ich es jetzt nochmal versuchen. Jetzt müssen wir aber erstmal gut durchkommen. Es gibt nämlich eine Taktik, dass man angeblich immer rückwärts läuft. Man muss den Raum gut kennen und dass man dann immer nur den flinkeren von beiden angreift. Das heißt, diesen kleinen, schnellen Typen. Und ja, das könnte gehen. Ich muss nochmal ganz kurz gucken. Ich sollte mir auch andere Rüstung anziehen. Jetzt ist natürlich interessant, welche Rüstung gemeint ist. Weil eigentlich macht mich alles extrem schwer. Ne? Ich muss mal kurz gucken. Höhlensoldatenhelm. Ich brauche diesen Ritterhelm oder so. Havelshelm vielleicht. Aber das macht mich so extrem schwer. Schwarze Lederrüstung, 38. Ich weiß nicht, welcher das war. Kriegt natürlich auch mehr Schaden, wenn ich die jetzt wechsle. Aber Leute, eigentlich würde ich es gerne so machen, wie ich jetzt bin, ja. Aber ich kann natürlich nicht durchs ganze Spiel durchrennen. Mit ein und derselben... ja, Klamotten, sozusagen, ne? Wir können mal kurz mal gucken, ob wir noch irgendwas... was haben wir hier? Die Chance, Gegenstände zu finden. Wir können mal gucken, ob wir hier noch irgendwas haben, wenn wir DP gering sind. Verstärkt Angriff, verstärkt Feuerverteidigung, verstärkt Verteidigung bei Angriffen. Den haben wir drinnen schon. Das ist der hier. Wir könnten den jetzt irgendwie noch auswählen. Absorbiert TP von Gefallenen. Verstärkt Verteidigung, das würde ich mal nehmen. Ja, und so würde ich es jetzt einfach mal probieren, Freunde. Ich habe, wie gesagt, ich glaube, es wird nichts. Aber ich will es probieren und ich will es eigentlich auch mega schaffen, Mann. Das ist bisher der härteste Boss, den ich in Dark Souls 1 gefunden habe. Ich glaube auch gelesen zu haben, dass das der schwierigste Boss in diesem Spiel ist. Der schwierigste Boss in Dark Souls 1, der Boss hier in Anor Londa. Ich habe mir auch Sachen angeguckt. Da sind die erst viel später in Anor Londa. Also die machen erst zig andere Gebiete und sind dann irgendwie kurz vorm Ende in Anor Londa. Ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich auch noch zu früh hier, keine Ahnung. Jetzt muss ich den Boss aber besiegen, denn nach dem Boss kann man auf jeden Fall schnell reisen über das Leuchtfeuer. Und das würde ich sehr gerne haben wollen, ja. Und das ist natürlich was, was schon geil wäre, wenn wir es hätten. Jetzt muss ich erstmal wieder vorbeikommen. Die kommen ja eigentlich immer ganz gut vorbei. Problem ist jetzt die Fetten hier. Die sind ein bisschen kacke. Aber Leute, ich habe richtig Angst vor dem Boss, ne? Ganz ehrlich, ich habe ja jetzt lange überlegt, ob ich jetzt nochmal versuchen soll oder ob ich einfach irgendwie... Das Schlimme ist, die letzten Folgen, die ich aufgenommen habe zu dem Bosskampf, die sind noch nicht so lange her, dass ihr auf das Video und die Fragen, die ich euch gestellt habe, reagieren konntet, ja? Deswegen ist es ein bisschen blöd. Ich würde gerne, dass ihr auf die Fragen, die ich gestellt habe, reagiert. Und ich dann quasi entscheiden kann, was ich jetzt mache, was ich halt gefragt habe. Deswegen, ich werde jetzt die Folgen noch aufnehmen, 2, 3 Stück. Und dann werde ich mal gucken. Ja. Es geht super los. Es geht super los. Es geht super los, ne? Es geht wirklich mega gut los, ne? Ey, komm, Digga, Mann, ganz ehrlich, in dem Video, was ich geguckt habe, da kommt der nie so angerannt, ne? Und jetzt ständig halt. Es ist halt einfach nur schon wieder klar, ne? Nee. Scheiße, Mann. Es könnte mich ankotzen, ne? Ich weiß nicht, wie ich den töten soll, ne? Ich glaube, meine einzige Chance ist tatsächlich, den fetten Gegner zuerst zu töten, denn der geht einigermaßen. Und den kleinen, ich weiß auch nicht, einfach... Ah, Mann. Einfach irgendwie, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich müssen wir darauf eingehen, dass wir den Kleinen töten. Also, dass wir den Kleinen am Ende verstärkt lassen. Ich, keine Ahnung, es ist einfach nur lächerlich. Es ist einfach nur lächerlich, ne? Es ist einfach nur wirklich extrem lächerlich. Und jedes Mal dieses schwachsinnige Hingelaufen, ne? Ich weiß echt nicht mehr weiter, ne? Es kotzt mich ein bisschen extrem an, ne? Ich glaube, ich gehe einfach am Ende von den Parts, die ich aufnehmen will, einfach zurück, ne? Ist mir auch dann irgendwie egal, was... Natürlich wartet gern, was ihr geschrieben habt.
Aber das Problem ist, Freunde, dass ich dann auch zeitnah aufnehmen muss. Weil ich ja natürlich täglich Dark Souls bringen möchte. Vielleicht mal einen Tag dazwischen, wo ich kein Dark Souls bringe. Und deswegen ist es für mich auch ein bisschen schwierig, das Ganze abzuschätzen. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht genau. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, ist einfach zurückzugehen, versuchen, Drachensteine zu farmen, ja? Drachensteine zu farmen, die mir dann irgendwie meine Waffe stärker lassen werden. Oder ich vielleicht irgendwie eine Waffe, die hier gut wäre, verbessere bei dem Bosskampf. Aber dazu müsste ich erst wissen, welche Waffe hier gut wäre. Und da wäre es vielleicht ganz gut, wenn Leute, die sich von euch auskennen bei Dark Souls 1, mir einfach mal eine kleine Hilfestellung geben könnten, was für Waffen gut wären, die ich hier verbessern sollte, um diesen Bosskampf zu schaffen, ja. Ich könnte natürlich auch noch meine Werte ein bisschen verbessern, aber das ist, glaube ich, alles nicht das, was jetzt wirklich sinnvoll wäre. Ich glaube, da müsste ich schon ganz schön viele Level machen, bis ich hier gewappnet bin für diesen Kampf. Ja, das ist einfach nur, ein Kackkampf, ne. Der zweite Try, den wir bei diesem Boss hatten, das war der beste. Das war echt der beste, ne. Der lief richtig gut. Einfach nur Schwachsinn. Einfach nur schwachsinnig, ne? Ich könnte echt kotzen, ne? Ich könnte echt kotzen, ne? Wir haben schon wieder so viel Leben verloren jetzt. Ach, komm, Digga. Direkt zwei Tränke weg, ne? Es ist einfach nur behindert, Mann. Dieses Spiel ist so räudig, Alter. Ach, Mann, jetzt kommt er gleich wieder angesprungen. In dem Video, was ich gesehen habe, kommt er übrigens nicht angesprungen. Mann, er trifft mich jedes Mal, ne? Jedes Mal, ne? Es ist einfach nur Schwachsinn! Ich begreif's nicht, ne? Ich hab so die Schnauze voll von diesem scheiß Bosskampf, ne? Ganz ehrlich, ey, das erinnert mich ein bisschen an den Endkampf von Dark Souls 3, dieser scheiß Hugenboss. Der war genauso behindert. Da konnte man selbst noch, wenn man 50 Level mehr gelevelt hat, konnte der einen trotzdem noch so gut wie in 10 Sekunden töten, ja. Das ist einfach nur schwachsinnig und du kommst auch einfach nicht weg. Mann, das kann doch nicht sein. Und jedes Mal dieses scheiß Bastardgelaufe hier, ne. Jedes Mal die gleiche Kacke, Mann. Was würdet ihr mir raten, Leute? Zurückgehen, irgendein anderes Gebiet, vielleicht irgendwie irgendeine andere Waffe nehmen, irgendeine andere Waffe holen, die gut gegen den Boss ist, eine andere Rüstung anziehen. Wenn ja, welche Waffe, welche Rüstung? Bitte schreibt's mir. Das Drachenschwert, was ich momentan habe, verbessern. Keine Ahnung, Freunde. Schreibt's mir bitte in die Kommentare. Ich brauche hier echt Hilfe. Ich würde jetzt eigenständig einfach irgendwas machen, aber ich will das natürlich schnellstmöglich auch hinter mich bringen hier. Deswegen bitte schreibt was, wenn ihr was wisst. Und mir irgendwie helfen könnt. Das ist quasi hier ein Hilferuf. Ein Dark Souls 1 Hilferuf. Es sind 8 Minuten vergangen, über 8 Minuten. Und ich habe den Boss nicht mal 20% abgezogen. Ach, der zweite Try, ne? Wir hatten ihn fast. Aber da muss ich erst diesen anderen Typen, da muss ich erst diesen fetten Typen irgendwie platt machen, ne? Das ist wichtig. Es ist halt auch kacke, wenn die Gegner dich vorher schon treffen, ne? Das ist halt echt behindert. Wenn dich hier die Gegner schon treffen und du Estus verloren hast. Gut, das hat uns jetzt eh nichts gebracht, aber trotzdem, das ist halt schon ein bisschen kacke. Ich habe eigentlich auch gehofft, dass wenn man die Dicken hier besiegt, die Dicken nicht mehr da sind. Weil ich glaube, ich erinnere mich, dass ich Videos gesehen habe, wo die dann nicht mehr da waren, aber... Das Geile ist auch, dass die durchschlagen können durch diese Säulen, ja? Das ist das Allergeilste. So. Den kann man anscheinend ganz gut ausweichen. Ich weiß noch nicht, wie ich da ausweichen soll. Ohne Scheiß. Man kann da auch nicht ausweichen. Das ist einfach so. Komm, gleich wieder bloggen hier los. Wir müssen erst den Fetten kaputt machen. Bisschen hinter der Säule bleiben.
trifft mich einfach zu gut. Er trifft mich zu gut. Gleich wieder blocken, dass wenn der andere Typ kommt, wir gleich wieder eine Möglichkeit haben zu kontern oder so. Und hier mal schön ausweichen. Ah, scheiße. Jetzt müssen wir unbedingt heilen, unbedingt heilen. Scheiße, Mann, wie kann er mich da treffen? Das gibt's doch nicht. Das war's wieder, ne? Das war's wieder, ne? Mann, das kann doch nicht sein! Mann, ich verstehe es einfach nicht. Was soll das? Was soll ich da machen, bitte? Ey, das kann doch nicht sein. Das kann doch echt einfach nicht sein. Ey, ich verstehe das nicht, Mann. Was ist denn das? Ey, wir hätten es jetzt... Ah, die Hälfte hatten wir gehabt, ne? Das hat wirklich auch mit Glück zu tun, was die für scheiß Angriffe machen, ne? Diese scheiß Blitzabwehrkacke. Es muss doch irgendeine Rüstung geben, die da besser dagegen ist, Mann. Ich glaube, die Leute haben irgendeine Ritterrüstung. Ich habe keine Ritterrüstung, die da besser ist. Das kann doch nicht sein. Das kann echt einfach nicht sein. Mann, Fluch, Blut, irgendwie Blitzabwehr 18. Bringt gar nichts. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. 6 Blitzabwehr. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es einfach nicht. Schwarze Lederrüstung, 16. Ich brauche irgendwas, was richtig krass ist. Blitzabwehr 29. Das könnte besser sein. Lederrüstung. Natürlich ein bisschen schwerer. Was haben wir auf der hier drauf? 38, ja, ist auch nicht schlecht. Ist alles schlechter, kriegen wir noch mehr Damage. Das hätte 49, aber ist halt auch mega schwer, ne? Das dauert viel zu lange. Wir können es mal versuchen mit der, aber ich glaube... Da sind wir viel zu langsam mit, ne? Das bringt gar nichts, ne? Das bringt echt gar nichts. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich den besiegen soll. Das kotzt mich echt ein bisschen an, ne? Weil das ist echt ein bisschen kacke. Und ich habe auch keinen Bock, jetzt komplett zurückzugehen und komplett den ganzen Weg wieder hierher zu gehen. Wir müssen nämlich wieder nach Sens Festung... Und müssen dann wieder den ganzen Weg hierher gehen und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf, weil es ist so ein langer Weg gewesen, so ein harter, langer Weg. Und da muss ich einfach mal wieder, ich würde gern reisen, aber ich brauche jetzt echt eure Hilfe, Leute. Ich brauche wirklich eure Hilfe. Was soll ich als nächstes machen? Soll ich vielleicht nochmal ein anderes Gebiet gehen? Gibt es irgendeine Waffe, die ich leveln soll? Gibt es irgendwie eine Rüstung, die ich unbedingt brauche? Schreibt, ob ich sie habe, schreibt mir welche Rüstung. Irgendwas, Leute, schreibt mir irgendwas, was gut wäre, um diesen Kampf hier zu bestehen. Ich guck mal schnell, ob ich noch ein anderes Schild habe. Wappenschild 62, Silberritterschild, das soll auch ganz gut sein. Blitz 0 natürlich, sehr nice. Blitz auch 0. 66, Havels Großschild. Ich weiß wirklich nie, was ich hier machen soll, Freunde. Ich bin aufgeschmissen, ne? Ich bin wirklich aufgeschmissen. Ich weiß es nicht. Ich bin am Arsch, Leute. Ich komme nicht weiter. Ich komme einfach nicht weiter. Ich könnte jetzt noch 100 Folgen raushauen, um irgendwie zu leveln. Keine Ahnung. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass ich mein Drachenschwert entweder auf Maximallevel bringe. Mir vielleicht noch irgendeine Rüstung suche für die. Ich weiß nicht, ich finde auch keine Hilfestellung oder so. Ich finde gar nichts. Irgendeine blöde Taktik, dass man rückwärts laufen soll, aber irgendwie, wenn ich rückwärts laufe, ficken die mich trotzdem. Keine Ahnung. Ist totaler Schwachsinn eigentlich. Ich muss zuerst den Fetten down kriegen. Der Fette, der muss down. Der Kleine wäre natürlich noch geiler.
Aber der Fette, der macht halt auch gut Schaden. Du kannst die Angriffe auch nicht blocken, weil der so viel Schaden macht. Und der Fette, der ist eigentlich relativ einfach zu handeln, ja. Den kriegt man schneller down wie den Kleinen. Muss ich irgendwie gucken. Weiß es auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin aufgeschmissen. Lauf, 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 lauf. Da sind wir ein bisschen im Moment gesprungen, ey. Ich habe Angst. Letzter Try für diese Folge. Ich habe echt keinen Bock mehr, ne? Ich habe echt keinen Bock mehr, ne? Er trifft mich trotzdem, Mann, obwohl er mich eigentlich gar nicht trifft. Weißt du, das ist einfach nur Schwachsinn. Ja, ja, komm, was hast du denn für krasse Schüsse, ey? Wir müssen immer relativ nah ran an den Typen. Ja, jetzt bin ich natürlich offen für den anderen Typen, weißt? Macht einfach keinen Sinn. Ich kann machen, was ich will. Es zieht mir die Hälfte ab! Das ist zum Kotzen, Alter. Ich zock diese Scheiße nicht mehr. Es ist so ein Dreckspiel, Mann, ohne Müll. Was bringt mir das Ganze? Was bringt mir das? Es bringt mir überhaupt nichts, diese Scheiße zu tryen hier. Es bringt mir gar nichts. Nee, ich gehe zurück, ist mir scheißegal. Ich gehe in irgendwelche anderen verfluchten Drecksgebiete. Es taugt überhaupt nichts, diesen Boss hier zu probieren. Ich habe keine Chance gegen diesen verfluchten Nuttenboss. Ich brauche eine scheiß andere Waffe, eine scheiß andere Drecksrüstung. Ich schaff's einfach nicht. Ich weiß nicht, der zweite Trailer war so gut, Mann. Ich hab die zweite Phase erreicht und hatte den Gegner auf 50%. Der Trailer war so gut, ne? Da hat alles so gut funktioniert und jetzt ficken die mich übel. Ne? Ich bin nicht konzentriert, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann die einfach nicht besiegen. Jetzt muss ich irgendwie zurückkommen, um irgendwie... Ich brauche Drachensteine oder irgendwas. Ich muss irgendwie... Ich weiß nicht, Freunde. Ich komme nicht weiter. Ich komme einfach nicht weiter. Die greifen mich eigentlich nicht an. Ich muss zurück, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche zurückzukommen. Ich komme hier nicht weiter. Ich weiß es nicht. Schreibt mir bitte, wie ich weiterkomme. Schreibt mir, wie ich den Boss etwas einfacher besiegen kann. Schreibt mir, ob ihr irgendjemand helfen könnte, diesen Boss zu besiegen. Ich weiß es nicht. Bitte helft mir. Ich komme hier nicht weiter. Ich muss jetzt weiter. Seelenfarm. Drachenstein. Oh, wir sind eigentlich relativ dicht hier. Ich muss weiter Drachensteine farmen, um meine Waffe aufzubessern, um irgendwie, keine Ahnung, mehr Schaden zu machen oder so. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken, Freunde. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns demnächst. Ciao.